Na, holla die Waldfee, wird's das heute ein komischer Part. Ich versuche mal ernst zu bleiben und begrüße euch zu einem neuen Part. Tomodachi Live mit dem Zwergenfürst. Heute war mal wieder echt gar nichts los. Da hat sie recht. Herzlich willkommen auf der Insel. Ja. Schon mal vorne rein. Nein, ich war nicht betrunken, als mir diese Idee kam. Und nein, ich war nicht betrunken, als ich dieses Mii erschaffen habe. Das war einfach irgendwie. Ja, keine Ahnung. Das war ein lustiger Gedanke. In meinem Kopf war es lustig. Brave kleine Fee. Das gefällt dir. Na denn. Ein Feenkostüm haben wir jetzt nicht für sie. Dann würde ich mal sagen, können wir nichts für sie tun. Ja. Schauen wir mal nach den anderen. Blacky die Zweite hat ein Problemchen. Ich habe Hunger. Naja, das lässt sich doch machen. Stehst du ja auf Borscht. Mal sehen, wie es schmeckt. Ja, scheint zu schmecken. Ja, ein bisschen. Du bekommst eine Gitarre. Kannst du selbst mal ein bisschen Musik drauf spielen? Ob du Black Metal Musik darauf gespielt bekommst, weiß ich nicht. Also auf einer klassischen Gitarre jetzt dürfte es ein bisschen kompliziert werden. Ein Reisender hat mir erzählt, was auf anderen Inseln gerade so modern ist. Was für ein Reisender? Wir haben einen Reisenden auf der Insel. Macht er gleich einen auf Straßenmusikant. Okay, alles klar. Paluten, den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Müde ist er. Zu viele Let's Days hochgeladen. Zu viel Minecraft gezockt. Ich brauche einen neuen Hut. Und wozu brauchst du einen Hut? Hier kriegst du ein Piratenkopftuch. Kannst du mal wieder ein Piratenspiel spielen. Dir gefallen auch die ganzen Kostümspiele. Und eine Nintendo 3DS XL, so ist auch bekommen. Bitte sehr. Kannst du mal ein Let's Play drauf unternehmen. Oh, ein Spieluhr. Können wir doch gleich mal einsetzen. Ich wäre gern in manchen Dingen ein wenig großzügiger. Okay. Das lasse ich dann einfach mal im Raum stehen. Lass sie einfach so stehen. Ein bisschen Biskuitkuchen noch dazu. War es keine richtige Mahlzeit, aber oh, so passt schon. So was dazwischen. Schauen wir noch mal hier rein. Guten Abend. Du darfst gleich mal die Spieluhr hier testen. Darf ich mir das gleich mal anhören? Nein. Deshalb habe ich sie dir auch gegeben, damit du sie dir nicht anhören kannst. Aha, der Hutmacher. Also. Interessant. Nicht wirklich. Genauso ruhig, wie man von einem Fidget Spinner wird. Kannst mal ein bisschen was singen. Kann man eine Band mit dir aufstellen. Und dann würde ich mal sagen, koch mal was Schönes. Der hat eine putzige Stimme. Mit Sojasauce abgeschmeckte Aubergine. Ah, okay.
verträgt sich bestimmt ganz hervorragend. Sojasauce und Aubergine. Boah, dieses Mi habe ich für das... Ach, nickt sie da fast ein. Na, dann schlaf ruhig. Was? Scheint ohnmächtig geworden zu sein. Nein, ist er nicht. Eine Marmeladenoma, wie geht es dir? Ich habe den Satz gar nicht zu Ende gesprochen. Ich habe dieses Mi für die ältere Version von Tomodachi Life aufgehoben. Nein, nicht die Vorversion von Tomodachi Life. Für meinen älteren Spielstand, also für den ich vorher hatte, den ich 2014 betrieben habe. Was soll ich sagen, wenn mir etwas Sorgen bereitet? Puh, das soll ich wissen, was du sagen sollst, wenn dir etwas Sorgen bereitet. Was soll ich denn? Nicht jetzt, lass mal später machen. Dabei mal ein bisschen Brust. Soll ja eine kalte Suppe sein, wie ich herausgefunden habe. Kalte Suppe. Als ob Suppe nicht schon eklig genug wäre. Auch noch eine kalte Suppe dazu erfinden. Naja, nicht mein Geschmack. Böhmermann und Gronkh immer noch im Streit. Naja, langsam könnt ihr euch doch mal vertragen. Ich bin gerade schlecht gelaunt. Das sieht man dir an, Gronkh. Ich habe mich mit Böhmermann gestritten. Ich bin so wütend. Ich weiß. Und vertragt euch mal. Wie soll ich das anstellen? Dann wurde erst einmal ein bisschen Borscht. Vielleicht, könnte ich dir das helfen? Ja, das Borscht-Essen hat ihm geholfen. Isst auch viel Borscht, dann werdet ihr schon gleich viel ruhiger. Na, wie wird's was? Eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Jupp, da wird das. Siehste, muss man nur einen Borscht essen und schon. Wir haben uns vertragen. Schon kann man sich wieder vertragen. Das Wunderheilmittel für jede Beziehung. Ein Borscht. Magenmittel, ja. Das hilft dann danach. Kundkrafter rollt in seinem Zimmer umher. Schauen wir mal, was bei ihm so kaputt ist, dass er sich dort auf dem Boden herumwälzt. Warst du verreist? Ebenbild von Zernfürst LP. Nope. Na doch, irgendwie schon. Auf Sommertour war ich. Den letzten Tag, aber... Verreist kann man Sag das mal, nicht nennen, oder? Bist du eigentlich gut in Ordnung halten? Absolut. Aber sowas von gut. Dann weiß ich ja, zu wem ich ab jetzt komme, wenn ich Hilfe brauche. Der da kann besser Ordnung halten. Das war keine Auspflicht von mir. Bei deinen Videos, die du produzierst. Director Shepard. Mal was anderes. Mal kein YouTuber. Hey, wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Schön, dass du hier bist. Jupp, das stimmt allerdings. Ich habe gehört, dass Palle mit mir befreundet sein will. Naja, ich glaube mal, ja, gut, der Palle, der steht eher auf anderes, aber versuch's mal. Na, dann kommt mal rein und sprecht miteinander, sprecht euch aus. Vielleicht könnt ihr euch ja sogar befreunden. Jupp, das klappt doch immer. Wieso sollte das nicht klappen? Passiert hier jedes Mal wieder. Und sind jetzt miteinander befreundet. Die reden einfach miteinander und schon sind sie befreundet. Wenn das im echten Leben auch so gehen würde. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Mal so ein 2-Sekunden-Gespräch halten und dann... Wenn ein neuer Bewohner auf die Insel kommt, zack, beste Freunde fürs Leben. Wäre ich kein Let's Player und würde mit einer Kamera sprechen. Ja. Und dieser Mi ist noch ungeweckt. Was? Dann wecken wir ihn mal. Sonst keiner hier? Wir wollten uns doch
Aha, mit wem wolltest du dich treffen, Unge? Mit wem wollte er sich treffen? Mit dem Fischi hier. Auf jeden. Träumt schon von Algen. Und dafür kriege ich Meeresfrüchte-Mix. Der ist sogar neu. Oha. Ist der denn vegan? Nee. Ist doch Fisch, oder? Meeresfrüchte ist doch Fisch. Das kann der Simon nicht essen. Ich hab Lust auf Brot. Hätte ich noch welches zu essen? Brot ist aber... Ist Brot vegan? Da ist doch im Rezept Eier drin. Oder? Kriegst Weißbrot, das ist definitiv nicht vegan, aber... Naja. Hoffentlich bemerkt das nicht. Scheint nicht zu bemerken. Hat ihm sogar geschmeckt. Ja, pff. Und was soll's? Aubergine. Das kann er essen. Ach, schmeckt dir nicht? Ja klar, ein Steak schmeckt dir, das gefällt dir, und eine Aubergine schmeckt dir nicht. Ja, so viel zu veganes Leben. Ja, das haben wir. Da haben wir das Thema. Marmeladenoma steht in ihrem Zimmer und starrt einfach in die Luft. So, soll sie machen. PewDiePie! Holla ist gerade bei der Arbeit. Okay. Was arbeitest du denn? Klamottenladenverkäufer. Kung Fu T-Shirt. Da brauche ich doch das eins, wenn ich es nicht brauche. So. Alles soweit. Paletti. Wer irrt da am Park herum? 6,5 Stunden später. Da hinten, holla, die Waldfeder kommt da angejoggt. Ja, dieser Satz war gescriptet. Das war geplant. Mehr oder weniger gescriptet. Ich habe ja kein Skript, ich habe kein Drehbuch. Naja, da ist er ja ganz wieder fit. Da müssen wir ja unbedingt mal reingucken. Gehört's dazu? Eine Wasserpistole. Ein Ananashemd und oha, neue Einrichtung. Ja, noch gar nicht. Battle Rap, ach, das haben wir schon viel zu oft gemacht. Gerade sagen Abby, aber ja, Abby ist nicht diese Art von Labor. Let's Play Markus. Hier schon ewig lang nicht gewesen. Drei Monate, okay. Ja, hast recht. Vernachlässige meine Mies. Ich habe etwas verloren, das sehr wichtig für mich ist. Okay, da helfe ich doch glatt. Vielen, vielen Dank. Ich sollte mich lieber um meine älteren Mies mal kümmern und die mal ein bisschen weniger vernachlässigen. Dein Anblick ist unglaublich beruhigend. Ebenbild von Zwergenfürst LP. Oha. Wirst jetzt schmeichelnd. Brust schnabulieren. Das kommt glatt in den Titel. Weiß nicht, wie ich es hinkriege, aber das kommt in den Titel. Wenn ich dran denke. Kommt es nicht. Schnabulier Apfelsaft. Schmeckt's. Scheint's zu schmecken. Mach mal was Schönes. Da muss ich doch gleich was Schönes nähen. Jo. Das wird ein tolles Sport- und Freizeitoutfit. Ich hoffe, du versaust's nicht. Das traue ich dir zu, letzte Mal, Markus. Eigentlich ist es ein ganz einfaches Outfit, aber ich mache etwas Besonderes daraus. Na dann, da bin ich ja gespannt. Eine Trainingsjacke. Okay. Ein Feenkostüm wäre mir lieber gewesen. So, sag mal, wen verlinke ich denn heute in der Infobox? So, ich mache da einfach jetzt einen random Typ rein in die Infobox, irgendwen hinterhergelaufen ist, der da einfach reinkommt. So, Kate, mal gucken nochmal nach dir. Du warst du nicht das Ebenbild von Zwergenfürst LP? Ja, sowas ähnliches, sowas in der Art. Das hier hab ich gefunden.
Nanu, auf der Rückseite ist LP Markus eingraviert. Okay. Willst du es nicht lieber an LP Markus nee, zurückgeben? Die behalte ich selbst. Ist tatsächlich gefunden. Jo. Danke, du bist echt der Kate hat es. Hier. Nimm deinen Zahnbürste zurück. Kate hat mein Zeug gefunden. Das heißt, wenn du deinen Zahnbürste vergessen hast, verloren hast, heißt das dann, du hast jetzt tagelang deine Zähne nicht geputzt? Oha. Nimm einen Laptop. Bitte so. Sehr, ein kleines Dankeschön. Was, ich kriege auch noch ein Dankeschön dafür. Na denn, ein Hypnose-Set. Na, wen werden wir da wohl mit hypnotisieren? Welt ist es jetzt sicher auch heiß, oder? Ich weiß, was ich jetzt mache. Hypnosisiert. Probier's ja. Doch einmal aus. Hypnosisiert. Jetzt wird Black Metal Fan Lisa hypnotisiert. Du wirst ganz müde, der Kopf wird ganz schwer und schläfst. So ungefähr. Da schnarcht sie. B20XX. Die Augen sind auch nicht mehr so gut wie früher. Puh, da bist du überhaupt nichts angestellt, Harry. Mini-Zwergi, den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Und der letzte für heute, den haben wir bestimmt heute schon überzogen, den Part. Ich wäre so gern mit Kelly Mrs. Enoch befreundet. Das will ich auch gerne. Ich würde mich so gern mit ihr unterhalten, nur worüber? Ist eigentlich egal. Du sollst dich vorher mal ein bisschen umziehen. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. Hast meinen Tipp nicht verstanden, oder? Der Tipp war so, du sollst dich umziehen. Aber egal. Okay. Scheint was Lustiges zu sein. Na, die verstehen sich sogar spitze. Hier konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Na, das ist doch super. Das freut mich sehr. Und ein neues Level. Lies, Mini-Zwergi. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ein Fotoapparat. Im Juni stecke ich immer voller Energie. Boah. Mini-Zwergi, ja, vielleicht früher, ja. Passt. Und jetzt werde ich dich mal umziehen. Du wirst umgezogen. Passt doch viel besser. So kannst dich auch sehen lassen. Du sollst die Einrichtung hier kriegen. Ja, das passt das zu dir. Ist die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Halbwegs. Ich werde täglich damit umgehen. Und ein neues Level. Nochmal. Bisschen rocken. Ein bisschen Rockmusik lernen. Hier hast du erstmal eine Einrichtung. Da habe ich doch was ganz Gutes für dich gefunden. Holst dir. So. Heißt Zauberei. Die Einrichtung. Passt doch einigermaßen. Das hoffe ich doch stark. Eine neue kriegst du nicht. Sei nicht für eines Tages ein Feenwald. Das ist ein bisschen ein ulkigerer Part. Also ein bisschen wegen dem Mii ein bisschen komischerer Part. So, nächste wird besser. Versprochen. Dann würde ich mal sagen, lang genug haben wir diesen Part gemacht. Den habe ich bestimmt zusammengeschnitten, aber so jetzt schon in Rohdatei ist der schon lange hier noch. Also, lasst einen Däumchen da, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Video nicht verpassen wollt. Gehabt euch wohl, haut drinne, habt noch einen angenehmen, frostigen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Ciao, ciao.